Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Weiter geht es mit unserer Jagd nach den Triforce-Splittern und dem Vervollständigen unserer Seekarte. Momentan befinden wir uns hier auf einer Insel, in der auch gerade ein Krok hier gerade ist. Da oben können wir ihn ja eigentlich ja sehen, wie er versucht seinen Baum zum Wachsen zu bringen. Ja, es klappt allerdings nicht so ganz gut, weil ihm ja das nötige Wasser dafür fehlt. Ja, wie dem auch sei, darum können wir uns jetzt allerdings nicht unbedingt kümmern, weil dafür würde ich ja erstmal vorzugsweise alle anderen Karten vervollständigen, damit ich überhaupt weiß, wo auch die anderen Krogs mit ihren Bäumen sind. Gut, schauen wir erstmal hier auf die Karte. Wo bin ich hier momentan überhaupt? Flugfelsinsel. Alles klar, wir haben jetzt also hier schon bereits die ganze obere rechte Ecke hier eigentlich schon komplett fertig. Es fehlen eigentlich nur noch ganze 10 Inselflecken, die jetzt aufgedeckt werden müssen. Gut, dann fahren wir mal weiter Richtung Süden. Okay, das ist die richtige Richtung und volle Fahrt voraus. Gut, ah, da kommt ja wahrscheinlich schon die nächste Insel wahrscheinlich. Und, warte mal, erstmal ganz wichtig. Erstmal kurz hier mal die Futtertasche prüfen. Also Futter habe ich eigentlich mehr als genug, um die restlichen Inselteile hier aufzudecken. Ja, würde ich mal sagen, das ist mehr als genug. Deswegen, ja, sollte es ja keine Probleme sein hier jetzt, wenn die Fische mir hier alles eintragen. Und, verdammt, es wird zwar jetzt Tag, aber es fängt an zu regnen. Das ist ja wundervoll. Oh Mann. Wäre eigentlich ja gar nicht verkehrt, wenn der Leutenkönig sowas wie Regenschutz hätte. Aber na gut, wollen wir mal kurz gucken, wo ist er jetzt überhaupt? Ah, da ist erstmal der Fisch und da sehe ich auch sogar schon einen Schatzkartenschatz. Alles klar, dann werden wir erstmal den hier füttern, um herauszufinden, wo wir überhaupt genau sind. Hey, Jungchen! Ich weiß Bescheid über dich, ja. Wissen wir alle. Und ja klar, er zeigt doch mal hier was in meine Karte rein, bitte. Okay, wo sind wir hier? Isla Cassiopeia. Aha. Ja, sag mal, hast du eigentlich schon mal gesehen, das Geisterschiff? Ja, habe ich. Ob das gab's oder nicht, aber hier kreuzt es auch umher. Und zwar in Nächten mit der runden offenen Mondsichel. Mit der nach unten offenen Mondsichel. Das wär's soweit von mir. Falls du die Info nochmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion voller springen lassen. Mit leerem Bauch ist nämlich nicht gut aus den Nähkästchen plaudern, du verstehst? Also dann, bis die Tage. Ja, alles klar. Das heißt also, hier haben wir wieder einen weiteren Standort vom Geisterschiff. Ist ja ganz nett so, aber das hilft mir natürlich nicht viel weiter. Stattdessen will ich ja lieber erstmal das hier haben. Und wir bekommen ein Herzteil. Ja, 4 dahin, keins mehr im Sinn. Deine Energie erhöht sich um 1. Jawohl. Okay, und dann müssen wir jetzt weiter in diese Richtung. Tatsache, die Richtung stimmt sogar. Wir müssen Richtung Westen. Okay, da steht sogar noch ein oller Wachturm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine große Rolle spielt. Ich könnte eigentlich ja schon mir so vorstellen, dass auch was mit den Wachtürmen hier irgendwie nochmal in Verbindung steht. Also zumindest bei einem wusste ich ja, dass da eigentlich eine besondere Belohnung jetzt drin steht. Ich wusste allerdings jetzt nicht mehr genau was, ob es jetzt nur eine Schatzkarte war oder ein, ja, Triforce-Splitter oder Herzteil. Ich weiß das jetzt überhaupt nicht. Wollen wir nochmal kurz gucken. Das ist die Tingle-Karte, die Wahnsinnskarte, die Wachpostenkarte. Hier haben wir es, ja. Ja, hier ist wieder so ein Wachposten unterwegs. Naja, aber gut. Das ist jetzt mal so die Sache, die jetzt eigentlich gar nicht besonders hilfreich für mich ist. Irgendwie stimmt das Steuerkreuz nicht so ganz, würde ich mal sagen. Ich wollte nach rechts drücken, aber gleichzeitig, aber die ganze Zeit hier wählt er jetzt hier immer meinen Taktstock aus. Na, wie auch immer. Ich nehme jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Geld. Ja, ein violetter Rubin. Der ist so viel wert wie 50 grüne Rubine. Ein breites Grinsen ziert dein Gesicht. Okay, damit hätten wir den also auch schon. Warte mal. Ja, genau, mein Geld ist ja hier unten rechts zu sehen. 1532. Jetzt weiß ich allerdings nicht so genau, wie viel verlangt eigentlich Tingle jedes Mal, wenn er mir so eine Triforce-Karte entschlüsseln soll. Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt echt keine Ahnung, aber das werde ich ja wahrscheinlich noch früh genug herausfinden, wenn ich meine Karten bei ihm abliefern will. Aber das mache ich erst, wenn ich alle 3 habe. Normal, warte mal kurz. Ich muss das nochmal kurz gucken. Also erstmal hier haben wir die Terry-Karte, die Triforce-Karte Nummer 2. Ja, also Nummer 1 und Nummer 3 habe ich also noch gar nicht. Können wir ja noch mal kurz gucken. Hier in der Wahnsinnskarte sind sie alle hier markiert.
Oh, und ich merke gerade, ich bin sogar schon bereits an einer vorbeigefahren, ich Depp. Oder? Nee, vorbeigefahren bin ich nicht. Ich habe sie geholt, aber sie wurde eben halt hier nicht abgehackt, so wie die Splitter. Das ist es ja bloß. Also ich habe ja die Karte jetzt hier rechts da ja schon mitgenommen. Die weitere, ja, da komme ich eigentlich auch sogar gleich dran vorbei. Also zumindest bekomme ich dann die Chance, mir diese Karte zu holen. Oder zumindest beide Karten zu holen. Na gut. Hey, hier weiterzufahren könnte gefährlich werden. Lass uns abdrehen. Was? Wieso? Neun König, was soll das? Ach so, ich bin irgendwie an den... Ich bin irgendwie an den Rand der Welt gekommen oder so. Wahrscheinlich der Rand der Welt oder so, das kann natürlich auch sein. Nur da müsste ich mich jetzt erstmal hier so umsehen und verdammt, dass hier so viele Möwen auftauchen, macht mich nervös, wenn ich ehrlich sein soll. Es wurde ja gesagt, also wenn hier Möwen auftauchen, kann es ja passieren, dass ich hier einem riesen Oktopus gegenübertreten muss. Na gut, so schlimm wird es ja nicht sein. Also ich meine, inzwischen werde ich ja wohl in der Lage sein, dieses Vieh platt zu machen. So, wo ist jetzt erstmal der olle Fisch? Oh, war das schon? Muss ich erstmal hier so ein bisschen herumfahren, weil... Ich hätte jetzt gerade nirgendwo gesehen. Ich weiß ja nicht mal genau, wo ich überhaupt hier bin. Ah, da vorne. Hm, scheint wieder so eine Art Minispiel-Territorium zu sein. Und da sehe ich den Fisch auch schon. Ja, es sieht mir schwer nach irgendeinem Minigame aus. Also auch wieder hier mit Rekordziellinie und so. Ja, bin ich ja mal gespannt. Was hat man mir über diese Insel zu erzählen? Ja, gut. Hey, Jungchen! Ja, wir wissen Bescheid. Also, erzähl mal, was hast du hier? Was ist das hier? Das Nautodrom. Ah, netter Name. Ja, Jungchen, streust du auch ab und zu mal einen auf lockernden Sprung in deine Bootsreisen ein? Du weißt schon, indem du während der Fahrt einfach ZR drückst. Naja, du hast recht, entweder muss einen schon sehr langweilig sein oder man hat einen schweren Sonnenstich, um einfach so grundlos übers Meer zu hopsen. Aber wenn du mit Hilfe von, ja, linken Stick das Ruder einschlägst, bevor man nach einem Sprung wieder auf den Boden kommt, so kommt man schneller in die Kurve. Falls du das noch nicht wusstest, probier es bei Gelegenheit einfach mal aus. Das wär's soweit von mir. Falls du die Info nochmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion vorher springen lassen. Mit leerem Bauch ist nämlich nicht gut aus den Nähkästchen plaudern, du verstehst. Also dann bis die Tage. Also, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Okay, so in etwa, oder was? Ja, könnte gehört sein. Gut, dann sehe ich mir mal an, was da eigentlich überhaupt hier ist. Also, da steht so ein Typ jetzt hier mitten auf dem Wasser. So, komme ich eigentlich überhaupt hier ohne weiteres auf die Insel rauf? Das weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal kurz probieren. Ob ich mich schon hier so an der Kante festhalten? Nein, kann ich nicht. Ah, verdammt, hier gibt es nirgendwo einen anständigen Ankerplatz. Obwohl, vielleicht hilft ja diese Schräge hier. Das müsste gehen. Ja, das geht. Hier komme ich rauf und ja, was bist du denn hier für einer jetzt? Tag auch. Ahoi, sag mal Kleiner, für so ein Steppke in deinem Alter ist das aber mächtig schick erkannt, den du da hast, was? Ja, was hältst du davon, nur für eine schlappe 30 Rubine ein kleines Spielchen zu machen? Na? Spielen? Ich frag lieber erstmal nach den Regeln. Na, ich bin zwar kein guter Redner, Steppke, aber hör mir trotzdem gut zu. Ihr seid jetzt nämlich Steppke, Alter. Na, ist auch egal. Es geht nur darum, innerhalb von einem bestimmten Zeitlimit möglichst viele Rubine einzusammeln, die auf dem umhertreibenden Fässer liegen, um ins Ziel zu kommen. Ja gut, es gibt zwei Arten von Fässern, nämlich die senkrecht und die waagerecht treibenden. Naja, über die waagerecht treibenden Fässer brauchst du bloß drüber zu fahren und die Rubine einzusammeln. Und wenn du dasselbe bei den senkrecht treibenden probierst, dann baust du einen sauberen Unfall und erleidest Schaden. Nicht zu knapp. Ja, aber ich erzähle dir bestimmt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du durch Drücken von ZR bei dem Boden springen lassen kannst, oder? Also merk dir, die Rubine auf dem senkrecht treibenden Fässer schnappst du dir, indem du mit Hilfe von ZR springst. Alles klar. Die Fässer treiben immer in die Ideallinie mit einer mit der Windrichtung. Also hab auch ein Auge auf die Windanzeige hinter deinem Boot. Dabei darfst du auch das normale Segel verwenden. Nur das normale Segel verwenden. Anderer Schnickschnack ist verboten. Und wenn es nicht innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffst, wirst du natürlich disqualifiziert. Also fahr zügig. Soweit die Regeln. Na, Lust bekommen? Na? Okay, ich mach's. Alles klar, dann geh schon mal in die Startposition. Na, wollen wir mal sehen. Also gut. Los geht's. 2, 1 und volle Fahrt.
Okay, ich habe das ja soweit kapiert. Also über die Senkrechten soll ich jumpen. Ja, ungefähr so. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwierig, würde ich mal behaupten. Und hepp. Boah, Vorsicht. Ja, ich muss ja natürlich aufpassen, wie ich hier fahre. Und hepp. Oh, Vorsicht. Ja. Das heißt ja, so viele Fässer wie möglich. Und dabei ja natürlich die Kamera korrekt drehen. Man merkt ja, der Wind ändert sich ja immer stetig eigentlich, ja, je nachdem, welche Kurve wir hier nehmen. Oh, Vorsicht. Und ich sollte mal die Kamera so ausrichten, dass ich jetzt hier nicht unbedingt das gesamte Schiff im Blick habe. Und die Dinger sollte ich ja natürlich auch hier mal aus dem Weg gehen. Nicht, dass ich jetzt hier in die Luft gesprengt werde. Oh, Vorsicht. Muss ich ja erstmal schön aufpassen. Und hopp. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also, das ist sehr lustig. Solche Art von Minispielen mag ich ja irgendwie. Oh, hoho. Das ist ja gut, dass ich mir sogar den Tipp vom Fisch hier mal ordentlich hier zunutze machen. Er hat mir erzählt, wenn ich hier springe und bevor ich hier aufkomme, soll ich ja den linken Stick in die gewünschte Richtung drehen, damit ich eben halt pünktlich hier, damit ich hier schnell eine Kehrtwende machen kann. Okay, und wir sind da. Rubine erhalten 145. 2.13.76. Hm, gar nicht mal so schlecht. Würde ich vielleicht mal behaupten, aber wer weiß, ob das... Ja. Alle Achtung, Schäfer, also dann abgemacht. Ist abgemacht. Hier hast du 145 Rubine gesammelt. Kauf dir was Schönes von. Wenn du mal wieder einen großen Reibach machen willst, dann komm jederzeit vorbei. Ja, alles klar. Also ich denke mal, das hier ist nur so ein, ja, kleines Geldverdien-Minispiel. Also ich glaube nicht, dass man hier Herzteile gewinnen kann. Zumindest habe ich das nicht auf meiner Liste hier gesehen, dass ich hier so ein Bootsrennen machen muss. Das sollte ich vielleicht aber nochmal hier kurz gucken. Also ich habe mir eine Liste mit den Herzteilen zurechtgelegt. Also ich weiß da noch nicht so ganz genau, ob da jetzt ein Herzteil zu gewinnen ist oder nicht. Das sollte ich einfach mal kurz nachprüfen und dann komme ich ja vielleicht ein andermal nochmal hier im Her. Ist ja nichts dabei, ne? Gut, dann wollen wir mal weiterfahren. Aber es war auf jeden Fall lustig. Also es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Also solche Art von Minispielen mag ich wirklich. Bei denen es eben halt nicht zu kompliziert dahergeht. Und auch man sich nicht eben halt zu sehr auf das Glück verlassen muss. Gut, dann wollen wir mal weiter. Also, oh verdammt, das ist ein Hai! Na, wie auch immer. Ich werde jetzt hier den Fisch füttern. Ui, ui, ui. Ja, ja, hey Jungchen, wir wissen alle wieder mal Bescheid, also falt doch mal die Seekarte auf. Und was ist das jetzt hier? Die Treppstieginsel. Ah ja. Okay, ich verstehe schon, warum die so heißt. In gewisser Weise. Ja, was ist so eigentlich, dass in Tantopia, der Insel etwas nordöstlich von hier, eine Spezies von Glühwürmen heimisch ist, die sonst nirgends anzutreffen ist? Sonst leuchten sie bunt und wie schön wie ein Regenbogen. Aber nur die wirklich respektlosesten Naturverächter würden es wagen, diese wundervollen Geschöpfe in einer Flasche einzufangen. Das wäre es soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon die zweite Portion Futter springen lassen. Also dann, bis die Tage. Was du nicht sagst. Okay, ich hoffe mal, ich bin hier genau richtig und das bin ich tatsächlich. Denn ich habe es ja gerade gesehen, hier war ein Schatzkartenschatz wieder mal zu finden. Bin ich ja mal gespannt, was haben wir dieses Mal für ein schönes Item, was wir kriegen können? Geld! Nee, ein Herzteil. Oh, was sagt man dazu? Da habe ich ja richtig Glück hier. Also ich finde ja hier wirklich ja jetzt nur ein Herzteil nach dem anderen. Hä? Ist ja ein bisschen komisch. Also hier... Achso, da, jetzt sehe ich den Kringel, ja. Dachte eben schon gerade, wieso zeigt jetzt hier der Kringel nichts an? Na gut, ey, ja, gut, dann mache ich erstmal hier kurz einen kleinen Halt. Also, wenn ich schon mal dabei bin, will ich mich auch nochmal hier genauer umsehen. Ich meine, manche Inseln sind zwar nichts Besonderes, aber immerhin, ich kann hier auch etwas Geld finden und das ist ja auch wichtig. Das könnte ja natürlich auch sein. Oh, ach du Scheiße. Dann muss ich ja erstmal hier genau gucken, weil ich weiß ja überhaupt hier gar nichts von.
Na schön. Ah ja, okay, ich glaube, ich habe da schon so eine Ahnung, was ich machen kann. Ah, hier. Aha. Ja, das ist ein bisschen echt zu simpel, würde ich mal behaupten. Ja, bin ich ja mal gespannt, was mir das so bringt. Also ich weiß ja schon, was ich hier tun muss. Ich meine, das ist eigentlich recht simpel hier gehalten. Muss ja einfach nur diese ganzen Blöcke hier immer jedes Mal in die Nischen hier durchschieben. Dann kommt ja jetzt so einer hier. Den ziehe ich auch nochmal raus. Okay, dann kommt der hier runter. Wir klettern hier kurz rauf und dann kommen wir an diese Kiste daran. Ja, wollen wir doch mal sehen, was hier zu finden ist. Oh, auf jeden Fall erstmal das Teil. Das ist ja auch schon mal ganz gut, denn ich bin ja immer noch da auch dabei, hier so nebenbei das. Hier das blaue Gelee einzusammeln. Also gut, du hast deinen Dienst getan, also kannst du auch wieder gehen. Und der hinterlässt mir sogar netten Zwacken. Gut, dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Möglicherweise eine Schatzkarte? Könnte ja sein, also ich weiß es nicht so genau. Und es ist ein Herzteil. Ach du Heiliger. Mann! Was ist hier bloß los? Wieso finde ich auf einmal so viele Herzteile auf einmal? Okay, gut. Ich sehe das schon. Ich glaube hierfür. Ja, entweder hierfür brauche ich vielleicht. Ich weiß nicht, aus der Entfernung schaffe ich das da ranzukommen? Entweder mein Dekublatt oder ich nehme eben halt meinen Greifhaken. Der müsste ja eigentlich auch dafür helfen. Ja, der Greifhaken, der wirkt auch schon dafür. Dann brauche ich hier wenigstens nicht extra hier das Lied des Windes spielen. Bin ich ja jetzt mal neugierig, wo ich jetzt hier landen werde, beziehungsweise was mir das bringen wird. Ui. Schon wieder so ein Schalterrätsel. Könnte sogar eine etwas größere Höhle sein, aber warte mal. Sieht aber, glaube ich, nicht so aus, als ob hier ein Triforce-Splitter versteckt ist, oder? Zumindest hat auch mir der Fisch hier gar nichts davon erzählt. Nö, also ein Splitter ist hier gar nicht drin, würde ich mal behaupten. Aber eine transparente Truhe, die ich ja irgendwie ja zum Erscheinen bringen muss. Ja, gut. Was mache ich dann jetzt? Ja, das scheint eigentlich nicht allzu kompliziertes Rätsel zu sein. Okay, ich habe schon vielleicht eine Idee. Zumindest könnte ich ja hier schon mal den Anfang dafür machen. Naja, mal sehen. Probieren wir das einfach mal so. Ah, ja, genau so hatte ich mir das schon gedacht, dass das jetzt kommt. Okay, dann nochmal den kleinen Stückchen ziehen. Dann ziehe ich den hier nochmal zurück. Ah ja. Ich sag ja, das ist nicht. Oh. Okay. Es wird doch ein bisschen komplizierter als gedacht. Scheiße. Naja, gut. Das habe ich jetzt natürlich jetzt nicht so bedacht. Also gut. Also ich weiß ja schon, was man machen muss. Also ich denke mal, wir müssen uns ja irgendwie einen Weg durchbahnen, um irgendwie auf die anderen Seiten zu kommen oder so. Zumindest vermute ich das mal. Naja, es wird aber auf jeden Fall nicht gerade einfach, zumindest auf die hintere Höhle da zu kommen. Und diese da ist eigentlich schon simpler. Naja, gut, wie auch immer. Also ich gehe jetzt noch einmal kurz hier raus. Muss ich ja nochmal machen, damit das hier alles wieder sich zurücksetzt. Und dann gehen wir wieder rein. Also solche Rätsel sind ja eigentlich ja schon recht interessant und ich bin ja mal gespannt, was mir das hier bringen wird. Also solche komplizierten Rätsel können ja möglicherweise auch eine Schatzkarte mit sich führen und sowas brauche ich ja schließlich auch. Aber gut, das machen wir aber erst in der nächsten Folge, während ich jetzt erstmal nochmal hier so ein bisschen im Kopf herum überlege, wie ich dieses Rätsel eigentlich überhaupt lösen muss. Also dann, Freunde, ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann hier weiter wieder mit The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Bis dann und tschüss!